Okay, wir haben noch einen Apfel. Ich würde mal sagen, den essen wir noch. Und dann gehen wir los ins Inn. Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von Season Unending. Wir haben hier in der letzten Folge nochmal ordentlich viel gearbeitet, beziehungsweise nach der letzten Folge. Und mittlerweile ist es Abend geworden. Es ist 18 Uhr, 8 Uhr 16. Und, naja. Ja, wir haben doch ein bisschen. Wir könnten doch eigentlich eine gute Nacht im Inn eigentlich hier, ja, verbringen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Machen wir das mal. Come on in. Just stoke the fire. Take a seat and get the cold out. Oh, hier ist auch ordentlich jetzt Betrieb. Gut. Bestellen wir mal was zu essen hier. Welcome to Dead Man's Drink. Let's sate that appetite, So, und dann schauen wir uns mal an, was sie hier zu verkaufen hat. Karotte. Das wäre doch was. Eine Hühnersuppe. Das wäre doch was. Aber mal gucken, was hat sie denn sonst noch? Das wäre auch was. Okay. Nee, ich denke mal, wir holen uns diese Leek Potato Soup. Sieht doch lecker aus. You hear any juicy gossip in town? Be sure to share it with me. So, und die essen wir natürlich. Danke sie. Oh, schön. Sind wir außerdem noch satt geworden? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir setzen uns erstmal hin hier vorne. Nicht, dass uns hier jemand noch den Stuhl wegnimmt. Look alive, will ya? Yes, Mom. Ach, jetzt ist wieder das okay. Naja. You want a drink? Nein. Shores Bones, handsome man in Falkreath. Wir schauen uns jetzt erstmal unser Erfahrungspunkte-Menü an. Wir haben nämlich ganz schön viele Punkte verdient. Wir haben nämlich jetzt 1500. Und dann werden wir uns nochmal was aussuchen. Vielleicht finden wir ja irgendwas in unserem Skill Tree, der das irgendwie gut gebrauchen kann. Mal gucken, mal gucken. Ja, eigentlich ja zweihändig, ne? Das wäre natürlich was. Brauch aber 15 Punkte mehr. Ja. Die 15 Punkte fehlen uns. Gut. Dann nehmen wir leichte Rüstung. Haben wir wenigstens etwas. These graves hold the sons and daughters of Falkreath. Ja, ich würde mal sagen, wir mieten uns jetzt erstmal ein Zimmer. Wir haben es jetzt 9:15. Und ich denke mal, jetzt können wir auch richtig gut schlafen. Wir haben viel gearbeitet. I escaped fighting in Cyrodiil, only to have it track me down again in Skyrim. Sure thing. It's yours for a day. I'll show you to your room, right this way. Ja. Ich habe hier so ein bisschen Kabelsalat hier auf meinem Schreibtisch. Das ist ein bisschen blöd. Let me know if there's anything else you need.
Muss ich mal bei Zeiten irgendwie enttüdeln. So, naja, wir schlafen jetzt erstmal. Und ich würde mal sagen, 9. Ja, legen wir uns mal für 9 Stunden hin. Und da ist doch irgendwas. Mitten in der Nacht brechen hier Leute ein. Das gibt's doch nicht. Somebody help over here. Someone there. Time to stop. Time to end this little game. Damn you. Like the bite of a flea. That's your best, huh? Let's see what you've got. Why won't you die? Swear. Welcome to Dead Man's Drink. Okay, der Bandit, naja, die Banditenfrau ist tot. Was hatte die denn noch dabei? Der hatte auf jeden Fall schon mal einen Apfel, da war ja unten Lockpick, den nehmen wir doch an uns. Warum nehme ich jetzt das Eisenschwert, das ist das Stahlschwert? Das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar verhindert das ein, ja, Overcluttering der Umgebung. Denn, Objekte, die fallen gelassen werden, die verschwinden nicht. Und das ist einfach das Problem. Denn, Leichen, so wie jetzt hier diese Banditenfrau, die werden irgendwann verschwinden. Aber wenn hier dann das Schwert irgendwie weiter herumliegt, das ist nicht so toll. Das finde ich nicht so schön. Und deswegen, weil wir uns auch eigentlich vornehmen, ja, die Waffen unserer Gegner nicht aufzunehmen. Es sei denn jetzt irgendwie, das hat ein ganz bestimmten Sinn, dass wir die aufnehmen. Werden wir die einfach wieder in deren Inventar packen. Dass die nicht einfach so in der Spielumgebung liegen, ne? So, wir werden jetzt allerdings noch ein kleines bisschen weiter schlafen. So. Welcome to Dead Man's Drink. Und dann holen wir uns nochmal was zu essen hier, ne? Wir haben jetzt 9 Stunden geschlafen insgesamt. Da hat man natürlich auch Hunger. Drink for the thirsty, food for the hungry. So, was hat sie denn hier noch? Nee. Irgendwie sowas, nee. Wir brauchen was Richtiges, irgendwas. Ja. Sowas zum Beispiel. So. Und dann nehmen wir noch ein. Nee. Wisst ihr, was wir nehmen? Take a look. Wir nehmen irgendwas Kräftiges hier. Mal gucken. Wir könnten natürlich auch Milch nehmen, ne? Aber nee. Das machen wir nicht. Wir nehmen sowas. Davon nehmen wir auch noch 2 Stück. Genau. You hear any juicy gossip in town? Be sure to share it with me. So, dann essen wir das mal. So, und die Flaschen, die geben wir wieder ab. Welcome to Dead Man's Drink. Take a look. So. I'll be right here if you need anything else. Genau. So, und für den ersten verstrichenen Tag haben wir eigentlich jetzt ziemliche Erfolge gefeiert, ne? Wir sind ein bisschen im Level aufgestiegen. Das seht ihr hier unten an der blauen Leiste. Die ist schon fast in der Mitte. Und noch dazu haben wir eine Waffe, nämlich diesen kleinen Eisendolch. Und das ist eigentlich schon mal ziemlich klasse. Oh. Anständig schönes Wetter haben wir auch. Das kann doch gar nicht besser werden hier.
Vielleicht sollten wir noch mal hier durch die ein bisschen uns in der Wildnis umsehen. Vielleicht entdecken wir ja irgendwie ein paar Schätze, ne? Das könnten wir machen. Nach dahin geht es zu dieser, ja, was das auch immer ist, wo diese Banditen sind. Und hier hin? Was ist da? Nee, erstmal gucken wir, was hier drin ist. Ob der wirklich so verlassen ist? Ah, lass es uns herausfinden. Mal gucken. Und ich glaube, da hören wir doch schon irgendwas. Ich habe das Gefühl, das ist ein Waldgeist. Einer von diesen ganz, ganz bösen Viechern. Da gehen wir besser nicht rein. Aber wir haben den Ort hier entdeckt. Eben. Also den Eingang dazu. Und das hat uns ein paar Punkte eingebracht. Könnten wir ja vielleicht noch irgendwann mal einsetzen. Wir werden erstmal weiter hier herumschauen. Vielleicht entdecken wir noch mal was. Müssen wir mal nachgucken. Zieht sich das jetzt etwa zu? Das fehlt uns noch, dass es hier ungemütlich wird.
Hört ihr das? Brother, I think she's telling the truth. I'm not going anywhere. Now back off before I do something drastic. She doesn't have the scar. What? Oh, you're right. We've made a mistake. Now move along before that mouth of yours gets you into trouble. Next time you're looking to pester someone, make sure it's the right person. Aber das Wetter ist irgendwie ungemütlich. Ah. Aber irgendwie besondere Orte gibt's hier nicht, ja? Ja, man muss sich hier ein bisschen umsehen. Wenn man hier irgendwie so Orte finden will. Und ich würde mal sagen, da vorne gehen wir mal den Weg geradeaus entlang. Der wird ja wohl auch zu irgendwo hinführen, ne? Obwohl, was haben wir denn hier? Die Höhle kennen wir gar nicht. Haldir's Cairn. Ach, ich denke mal, wir sind neugierig genug, um hier einen Blick reinzuwagen. Alte Urnen. Ach. Ist da vielleicht was drin? Nee. Tja. Ich würde mal sagen, riskieren wir es, ja? Jorn stieg langsam und mit Bedacht die kalte Höhle hinunter. Das Licht von draußen erhellte den Gang und spiegelte sich an den feuchten Steinwänden wieder. Ein eisiger Wind wehte ihm entgegen. Es war ein merkwürdiges Knistern zu hören. Als er tiefer in die Höhle stieg, bemerkte er ein merkwürdiges, bläuliches Schimmern. Solch eine Art Magie haben wir noch nie gesehen. Merkwürdig. Vielleicht haben die Leute hier irgendwas in ihren Taschen. Na, etwas ist gut. Ein paar Septimer. Die nehmen wir natürlich mit. Aber vielleicht gibt es hier irgendwo Informationen bezüglich dieser Magie. Vielleicht. Oh, kommen wir hier nicht hoch? Doch, natürlich. So. Rahn. Der hat auch nichts dabei. Jedenfalls nichts von Interesse. Und er hat auch nichts dabei. Moment mal. Da vorne glitzert doch ein Schlüssel.
Und ein Tagebuch. Hätte nie gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem man uns aus der Bande der vorgehaltenen Messer verstoßen würde. Zumindest müsste der Sturm unsere Spuren verwischen. Widgrot, Rahn und ich haben für die Nacht Zuflucht in einer Höhle gesucht. Hier scheint es eine alte Ruine zu geben. Ach, wenigstens sind hier keine Drauger. Widgrot und Rahn wollen sich beide für eine Weile hier niederlassen und vielleicht ein paar Leute überfallen. Das sollten sie doch besser wissen. Die Straße ist verlassen, besonders zu dieser Jahreszeit. Oben im Norden gibt es viel bessere Orte. Aber sie scheinen wild entschlossen, hier zu bleiben. Wollten mir nicht mal helfen, als ich heute auf die Jagd ging. Irgendetwas stimmt hier nicht. Rahn hat kein Wort gesprochen, seit sie heute Morgen aufgewacht ist. Und starrt immer nur leer vor sich hin. Widgrot ist auch nicht viel besser dran. Sind sie krank? Von so einer Krankheit habe ich noch nie gehört. Ich würde ja von ihnen weggehen, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Mir ist, als würde mich etwas zurückhalten. Was ist das nur für ein Ort? Wir sind nicht allein. Ich kann ihn jetzt hören. Jemand, der in meinem Kopf spricht. Alt, mächtig. Haldir, so heißt er. Er will etwas von uns. Braucht uns, damit die Magie funktioniert. Ich habe versucht wegzulaufen, kann aber nicht. Genau wie sie. Rahn ist zuerst gesprungen. Auf das Grab. Das ist es, was der Meister will. Blut. Opfer. Die Macht wieder zu leben. Seine Magie. Ich spüre, wie sie in meinem Blut pulsiert. Er schwächt uns. Bald werden wir ihm dienen. Unsere Körper. Unsere Seelen. Genau wie die anderen. Sie warten. Nun bin ich an der Reihe. Oha. Hier scheint wohl ziemlich viel passiert zu sein. Hier scheint es eine Art Macht zu geben, die sich anscheinend an den Seelen dieser Leute hier nährt. Die sind wirklich von da oben runtergesprungen. Hier rauf. Oha. Okay, gehen wir lieber nicht, dass wir noch irgendwie von dieser Macht irgendwie hier ergriffen werden. Das wollen wir doch nicht. Verlassen wir mal lieber diese unheimliche Höhle. Das Wetter ist einigermaßen okay. Ja, es ist ziemlich sonnig. Das ist doch schön. Aber was ist hier entlang des Weges? Was könnten wir da vorne finden? Na, wir sind ein bisschen neugierig. Da ist ein Gebäude. Ein Gemäuer. Ach so. Nichts Interessantes. Irgendwas ist doch hier, das spüren wir doch. Da ist jede Menge Blut. Okay.
Ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt das gehört. Ja. Das ist eine Bärenhöhle hier. Okay. Das sind Jäger, die haben hier ein bisschen... Ein Lockpick, das können wir immer gut gebrauchen. Noch mehr Septime. Okay. Und allerlei Bücher und... Ist hier vielleicht noch irgendwie sowas wie ein... Nee. Hier nicht. Okay. Der hat auch noch ein paar Septime. Die nehmen wir natürlich mit. Die Lockpicks sahen nicht, dass das zu schwer wird. Ich glaube nämlich, ich hatte eine Mod drinne, die Lockpicks nochmal ein bisschen Gewicht gibt. Aber ich glaube, probieren wir erstmal aus. Können wir es sonst noch erneut ablegen. Hier macht er das auch so mit Hunterborn. Das funktioniert doch gut. So, versuchen wir mal hier die Bären, die da vorne irgendwo sind. Da, da ist er. Nicht, dass er uns sieht und angreift. Er sieht uns. Schön Abstand halten. Keine hektischen Bewegungen. Und solange er uns nicht sieht, kann er auch nicht aggressiv werden. Na, ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier runter. Von diesem Abhang. Sind das da hinten Banditen? Da hört man doch was. Irgendwie so ein... So ein Schlagen irgendwie, so ein Klimpern oder so. Auf jeden Fall sind da Leute. Okay. Halten wir uns erstmal fern davon. Denn, ja, mit Level 1 sollte man sich nicht in solche Gefahren begeben. Wir wissen nicht, ob die uns... wohlgesinnt sind. Naja. Ich denke mal, die Kapuze könnten wir abnehmen, oder? So. Ja, lass sie doch. Das sieht doch gut aus. Und dann würde ich mal sagen, setzen wir uns hier noch einmal kurz hin. Ja, hier auf diesen Stein. So. Okay, ein bisschen Clipping hat das hier, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Denn wir haben durch die Entdeckung der ganzen Orte, die wir jetzt da, bei denen wir jetzt waren, diese zwei Orte, die wir entdeckt haben, da haben wir jetzt ein paar... Erfahrungspunkte gewonnen, und zwar insgesamt schon 5000. Da können wir doch sicherlich hier irgendwie ein paar Level-Ups nehmen, oder? Und ich würde mal sagen, wir nehmen einen auf nee, oder? Doch, doch, das machen wir. Speechcraft nehmen wir. Wie viel haben wir noch? 3800, okay. Dann nehmen wir nochmal. Wie viel haben wir noch? So, dann haben wir noch 1300 irgendwas. Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo noch sowas haben. Leichte Rüstung, das nehmen wir noch.
Und wir haben es geschafft, liebe Freunde. Wir haben ein Level Up. Das können wir jetzt, hier oben nehmen. Das machen wir jetzt allerdings nicht. Denn wenn wir ein Level Up nehmen, vergeht eine ganze Stunde im Spiel. Die Uhr wird eine Stunde vorgestellt hier. Und, da ist es doch besser, wenn wir uns irgendwo einen sicheren Ort suchen. Anstatt, dass wir das hier in der Wildnis machen. Ne? Wer weiß, ob wir angegriffen werden. Deswegen gehen wir lieber noch einmal schnell zurück nach Falkreath. Und nehmen das Level ab. Ich denke mal, hier entlang ist es. Und dann irgendwo da hinten. Wenn mich mein Orientierungssinn nicht täuscht. Es kann auch ab und zu mal sein, dass es hier ruckelt. Mein PC ist nicht der allerstärkste. Das heißt also so, Ruckler kann es ja sowohl in-game geben, als auch von meinem Aufnahmeprogramm. Denn ich glaube, das Aufnahmeprogramm hier macht ein bisschen... Er zickt ein bisschen rum, wenn es ums Abspeichern geht irgendwie. Das kann hin und wieder mal ruckeln. Ich habe schon den Buffer ein bisschen kleiner gedreht, dass er hier ein bisschen... Ja, weniger Qualität hat, mehr Flüssigkeit drin hat. Aber es kann immer noch mal vorkommen, dass es hier ab und zu einen kleinen Ruckler gibt. Das sollte aber nicht allzu schlimm sein. Naja. Wir sind jetzt hier in Falkreath angelangt. Schön. Dann suchen wir uns hier nochmal eine Bank. Der Schmied hatte doch hier vor seinem Haus eine. Genau. Setzen wir uns noch einmal kurz hin. Hier ist es schön, hier ist es friedlich. Hier ist es vor allem auch sicher. Und hier können wir unser Level abnehmen. Also theoretisch könnten wir es natürlich auch überall sonst nehmen, aber hier ist es definitiv besser. Und ich würde mal sagen, auch weil wir unsere Tragkapazität ein bisschen erhöhen wollen, sollten wir Stamina nehmen, also Ausdauer. Das heißt, wir kriegen einmal 10 Punkte mehr Ausdauer und 5 Punkte mehr Traglast. Das heißt also, wir können jetzt 10 Einheiten schweres Zeug tragen. Und ja, den Perk, ich weiß gar nicht, warum wir den jetzt auswählen können. Das war eigentlich gar nicht so geplant. Deswegen gehen wir lieber mal raus. Das scheint irgendwie eine Version von der Mod zu sein. Classic Level Up. Die sollte uns eigentlich direkt aus dem Menü kicken. Denn wenn wir jetzt auch mal reingehen, seht ihr dann, ist das weg. Ne? Ich kann auch wie wild hier auf Aktionstaste drücken. Er wählt es nicht an. Wir müssen erstmal eine gute Mütze Schlafen nehmen. Wir müssen uns erstmal aufs Ohr hauen, bevor wir den Perk einsetzen können. Und bis dahin würde ich doch mal sagen... schauen wir uns mal an, was wir denn so tragen könnten, ne? Ah, wir könnten jetzt eigentlich doppelt so viel tragen wie das, was wir dabei haben. Das ist auch was Feines. Naja, wir schauen erstmal auf unser Durst und Hunger. Ja, haben wir ein bisschen. Gehen wir mal hier ins Inn. Ja, bleib da ruhig, bleib da ruhig. Können wir dich so direkt ansprechen. Let's sate that appetite, hm?
nehmen wir doch den und, ja, noch ein paar Äpfel dazu. Das ist doch... So, na komm, noch einen. So. You hear any juicy gossip in town? Be sure to share it with me. Das werden wir doch gewiss machen, wenn wir hier irgendwelche Gerüchte hören sollten. Naja. Nein, hinsetzen werden wir nicht. Wir werden uns nicht hinsetzen, die wird uns sonst nur wieder diese liebreizende Dame da zu uns schicken. Die uns dann einfach nur fragt, ob wir was trinken wollen. Ach, hier ist sie doch. Naja, okay. Dann eben nicht. Dann essen wir das eben hier. So. Und, ja. So. Jetzt sind wir satt. Und ich glaube... Ja, wir sind nur noch ein ganz kleines bisschen durstig. Das ist ja... Das geht. Damit können wir leben. Vielleicht hat der Schmied irgendwas zu verkaufen. Vielleicht irgendwie... Eine etwas bessere Waffe als unseren einfachen Dolch. Steel's good, but loyalty's better. I'm loyal to Dengir first and the Empire second. Ja, dann ist das so. Take a look. Mal gucken, was er im Angebot hat. Oha, ein verzaubertes Großschwert. Ja, dieses Großschwert hier, das ist eine der wenigen Waffen, die so im Original Skyrim vorhanden sind und doch historischen Waffen sehr ähnlich sehen. Das muss man wirklich mal sagen. Also ungefähr so sah auch eine historische Waffe ungefähr aus. Sie ist nur nicht dieser ja sogenannte Guard, dieser komische Bogen über dem Griff. Der wäre, glaube ich, in echt nicht ganz so dick. Der ist ziemlich klumpig. In echt wäre er wahrscheinlich ein bisschen schmaler gehalten und ein bisschen dünner. Dass er halt nicht so schwer ist, ne? Aber es, was soll's, es ist nur ein Spiel. Da muss das nicht unbedingt so genau sein. Ein einfaches Eisenschwert ist ein bisschen zu schwer. Hat er hier vielleicht noch... Nö, das ist alles... Tja, ein Kriegshammer. Was soll man dazu noch sagen, ne? Die... Ja, wahrscheinlich beliebteste Waffe unter den Nord. Groß und schwer. Zertrümmert jede Art von Schädel. Aber irgendwie was Kleines, Leichtes, obwohl... Doch. Ja. Den kaufen wir. Das ist ein Stahldolch, der ist ein bisschen, macht ein bisschen mehr Schaden als unser. Als unser Eisendolch. Sieht auch ein bisschen besser aus, muss ich schon sagen. Den nehmen wir. So teuer ist der nun auch nicht. So, warten wir. Da haben wir unseren Eisendolch. Obwohl, der hat natürlich auch was, ne? So von der Optik her. Ach, aber der hier, der sieht sehr viel edler aus. So. Verkaufen wir den alten Dolch. Und jetzt haben wir den neuen. See me at my forge if you need arms or armor. Ist doch was Schönes. So, den rüsten wir natürlich direkt einmal aus. Nehmen ihn natürlich auch in die Hand. Sieht auch gut aus. Schick, schick. Was ist mit dem Herrn hier? Hey,
important deliveries to make. No time for chatting. Ach so, das ist auch der Grund, warum du hier herumstehst, oder? Ach so, du gehst jetzt. Ja. Okay, okay. Obwohl, wir sollten uns vielleicht ein paar Vorräte mitnehmen, wenn, bevor wir hier irgendwie nochmal rausgehen oder so. Nehmen wir besser ein paar Vorräte mit. So. Welcome to Dead Man's Drink. Drink for the thirsty, food for the hungry. Am besten wären irgendwelche Sachen, die auch noch Ausdauer regenerieren. So wie dieser Eintopf hier. Ja, das ist doch was Gutes. So, und vielleicht noch irgendwie eine Kleinigkeit. Eine Karotte. Die ist günstig. Die nehmen wir. Ja, das wär's dann eigentlich auch. You hear any juicy gossip in town? Be sure to share it with me. Ja, das muss ich uns eigentlich nicht jedes Mal sagen, aber... Naja, dann tut sie das eben. Was sollen wir schon daran ändern? Und dann sollten wir uns vielleicht noch einmal kurz irgendwo hinsetzen, dass wir schon mal ein bisschen Ausdauer haben. So. Denn gerade wenn wir einen, ja, irgendeine Waffe in der Hand haben, dann brauchen wir Ausdauer. So mit unseren Fäusten können wir immer zu, ja, zuschlagen. Aber sobald wir eine Waffe in der Hand haben, verbrauchen wir bei jedem Schlag Ausdauer. Und deswegen ist es doch besser, wenn wir auch mit ein bisschen Ausdauer noch losziehen. Am besten natürlich voller Ausdauer. So wie das jetzt gerade der Fall ist. Und ich würde mal sagen, die Welt wartet auf uns.
Wir gehen in den Combat? Wo denn? Jetzt ist weg. Der kämpft wirklich. Okay. Oh. Da hat er uns erwischt. Todesgerippe. Und das hat uns wirklich erwischt. Ja. Unglaublich. Naja, aber wir sterben halt schnell hier in diesem Spiel. Gerade auch mit unserem ermoddeten Schwierigkeitsgrad. Und da ist mir der einfach noch gekommen. Wir könnten uns doch jetzt, wo wir auch ein bisschen mehr Traglast haben, beziehungsweise Tragfähigkeit, da könnten wir uns doch ein bisschen auch mit Tränken versorgen, oder? Wäre das nicht eine gute Idee? Gehen wir mal hier zum Alchemisten. Let me know if you see anything you like. Beziehungsweise der Alchemistin namens Zaria. Someone new? Perhaps someone looking for me to mix something up for them? Okay, wir könnten natürlich auch fragen, ob wir das Alchemielabor benutzen können, aber ich glaube, das machen wir. Das könnten wir uns vielleicht sparen für einen anderen Mal, wenn wir mal irgendwann vielleicht richtig gut in Alchemie sind oder so. Und vielleicht selber mal irgendwie auch Zutaten gefunden haben oder so. Schauen wir erstmal, was sie zu verkaufen hat. Take a look. So, und dann schauen wir uns mal hier die Potions an. Da wäre schon mal Draught of Health. Das wäre schon mal was sehr Gutes. Jedenfalls für den Anfang. Dieser Trank erhöht für kurze Zeit, also für 60 Sekunden, unsere Gesundheitspunkte um 40. Das ist nicht zu verachten. Ist aber auch verdammt teuer. Und ich frage mich, ob der hier mittlerweile schon nützlich ist, weil ihr habt ja gesehen, wir waren mit einem einzigen Schlag tot. Ich denke mal, es ist erstmal nützlicher, wenn wir einen Ausdauertrank haben. Und Skirmisher's Potion increases light armor skill by 10 points for 60 seconds. Das ist also quasi so ein bisschen, ja, ein Skill-Buffer. Wenn wir quasi jetzt leichte Rüstung tragen und wir stehen einem Feind gegenüber, der doch ein bisschen mehr Schaden macht, als wir das uns gedacht haben, dann können wir diesen Trank nehmen und quasi ein bisschen unseren leichte Rüstungsskill ein bisschen verbessern lassen, dass er vielleicht ein paar Punkte mehr macht, mehr schützt und wir dadurch natürlich auch ein bisschen weniger Gesundheit verlieren. Der ist aber auch der. Haut auch ganz schön ins Portemonnaie rein. 144 Septime. Ist nicht ganz billig. Dann noch verschiedenste Gifte. Gut, dieses Gift ist natürlich hier sehr interessant. Gift des Wahnsinns. Kreaturen und Personen bis zu Level 5 werden jeden in ihrer Nähe angreifen. Wirkungsdauer 10 Sekunden.
Das heißt also, wenn wir damit jetzt irgendwie jemanden, ja, angreifen mit diesem Gift, der vielleicht irgendwo mit seinen, ja, sag ich mal, Kollegen irgendwo rumsteht, dann wird er quasi durch dieses Gift, wird er ziemlich aggressiv und greift seine eigenen Kollegen da an. Was uns dann natürlich auch ein bisschen Zeit gibt abzuhauen und, ja, der prügelt auf seine eigenen Kollegen ein. Das macht die ganze Sache dann natürlich auch für uns ein bisschen einfacher. Ist aber auch alles ein bisschen teuer, ne? Naja, okay, ich würde mal sagen, das mit der Ausdauer-Potion, das reicht erstmal. Die hier, die könnten wir uns natürlich auch schon holen, aber ich denke mal, das lassen wir. Obwohl, nee, müssen wir eigentlich nicht. Wozu, ne? Wozu sollen wir das lassen? Die hat die jetzt gerade da. Und wer weiß, ob sie die noch hat, wenn wir wieder zurückkommen. Oder noch einmal hierher kommen. Haben wir uns jetzt erstmal eine gekauft, das sollte reichen. I'll take my leave then. Ja, dann, bis später. Call upon me if I... Vielleicht gibt es ja irgendwo am Friedhof noch irgendwas, was wir, ja, nutzen könnten. Vielleicht könnten wir zu RK beten, dass der uns vielleicht auf unserer Reise hilft. Müssen wir mal gucken, was der für einen Segen hat. Ach, und das Merkwürdige ist, wir haben hier auch noch Cure All Diseases an den Dingern. Okay, okay, da machen wir mal kurz einen Ausrutscher. Das wollte ich nämlich eigentlich nicht da haben. Ich dachte, das hätte ich schon deaktiviert. Dann machen wir das mal weg. So. Ja, man merkt sowas gerne mal erst hinterher, ne? So. Jetzt jedenfalls, wenn wir hier an so einem Schrein stehen und uns das Blessing des jeweiligen Gottes holen, dann werden unsere Krankheiten jetzt nicht mehr geheilt. Das wäre ja sonst ein bisschen zu einfach, ne? Ich meine, wir hätten Heiltränke, die unsere Krankheiten heilen. Wir hätten einige Lebensmittel, die das übernehmen. Und dann hätten wir auch dann auch noch diese Schreine, die das auch noch ja, gratis erledigen. Das finde ich ist ein bisschen. Macht das Ganze ein bisschen zu einfach. Was hat sie denn für leuchtende Augen? Oh, das. Achso, das. Die leuchten ja gar nicht. Nee, okay, ich habe mich nur. Geirrt. Ich dachte, da wäre irgendwas zu sehen, was nicht da war. Gut. Ja, in welche Richtung gehen wir jetzt? Das ist die Frage. Hatten wir jetzt... Ja, den Stahldolch hatten wir, genau. Wir werden uns jetzt hier erstmal auf eine Bank setzen. Und nochmal Ausdauer regenerieren. Und man muss schon sagen, es ist ein ziemlich schöner Tag eigentlich noch geworden. Das war ja dann irgendwie, bevor wir in die Höhle gegangen sind, ziemlich bewölkt. Aber noch sonnig und dann... Naja. Aber so, ja, so kann es doch eigentlich bleiben. So ist schön. So haben wir das gerne. Und dann würde ich doch mal sagen, gehen wir noch mal los. Und schauen, was dann da irgendwie
auf uns wartet, ne? Da sind ja auch Herausforderungen. An Herausforderungen können wir natürlich auch, ja, wachsen. Ne? Das ist es ja auch, weswegen wir das machen. Wir müssen halt nur versuchen, wirklich auch diese ganzen Herausforderungen zu überstehen. Das ist... Ja, anfangs wird das noch ziemlich schwer sein. Da werden wir auch sehr häufig noch sterben. Immer und immer wieder. Und dann werden wir unsere Seelen verlieren und zur Hölle werden. Kleine Anspielung. Naja. Aber das frage ich mich, gibt's vielleicht irgendwie so eine Dark Souls Mod irgendwie für Skyrim? Die würden wir natürlich nicht benutzen, aber das, nur mal so aus Neugier, gibt's sowas? Ich hatte da irgendwie mal was gesehen von wegen irgendwie Dark Souls Gameplay. Das ist quasi so diese Gameplay Mechaniken aus Dark Souls ins Skyrim integriert werden, aber soll ich dich auch irgendwie so mit Seelen und sowas? Ich glaube nicht. Ist auch nicht so wichtig. So, und bevor wir da oben an der Kreuzung wieder sterben, bevor wir da vorne sterben und bevor wir da überhaupt in Gefahr sind, machen wir doch hier lieber einen kurzen Break. Und, dann werden wir mal gucken, was in der nächsten Folge so auf uns wartet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Bis dann.